Ja, guten Morgen. Tag 1 in Lörrach. Ich bin heute, jetzt ist gerade kurz vor 9. Bin gestern aus Hamburg mit dem Autoreisezug nach Lörrach gefahren. Michael ist ebenfalls gestern schon angereist, hat da eine schöne Übernachtung hingelegt. Ich habe in so einer Sterbekammer übernachtet. Aber jetzt geht's los. Jetzt fahren wir nach Arisdorf zu KTM Basel zum Chirum. Der heißt gar nicht Jerome, sondern Jeroen. Aber Michael hat das auch in 2 Jahren nicht gelernt. Und dann machen wir nochmal einen kleinen Service, vielleicht nochmal Bremsbeläge wechseln oder was noch so anliegt. Und dann geht's los. Heute Abend sind wir dann in Genua. 22 Uhr einschiffen, Genua nach Bastia, Korsika. Von da aus geht's dann weiter. Haben wir schon, Bremsbeläge gewechselt. Jetzt mal mit der GoPro notfalls gefilmt, um zu zeigen, wie die Wirb aussieht. Macht sich in Weiß am Helm wirklich gut, muss ich sagen. Schick, schick. Jetzt fahren wir hoch zum Gotthard. Thank you.
Oh, sei wenig Fisch auf Gotthard hier. Enduristan, Moon Zoom 3. Ja, finde ich gut. Fällt mir besser eigentlich als die Tasche, die ich letztes Jahr noch hatte. Die da. Der ist der Schwerpunkt recht hoch. Ich sitze ein bisschen eingeklemmter. Was? Wenn man die Jacken mal auszieht und will die irgendwie verstauen, das ist auf der Tasche nicht mehr ganz so ordentlich zu machen wie. Das ist alles super. Jetzt hier bei den Packtaschen. Der Schwerpunkt ist tiefer, das merkt man eindeutig beim Fahren. Wie das E9 Dakar hinten. Thank you.
sag was, Intelligentes. Stell dich in die Sonne. So, angekommen in Genua. Da drüben ist unser Schiff, beziehungsweise das, auf das wir drauf sollen. Nach Korsika. Wir sind gut in der Zeit, haben noch eine Stunde Zeit bis zum Verladen. Also werden wir gleich noch mal was trinken gehen. Du hältst mir die Hase nicht ins Gesicht. Wenn wir gleich noch mal was trinken gehen. So viele Mopeds sind hier nicht. Noch nicht. Wir sind auf vier, vier Stunden zu früh, ne? Na, eine Stunde, nicht vier Stunden. Ja gut, bis zur Abfahrt. Ja, muss ja schon ein bisschen früher da sein. Hat sehr gut geklappt. Das letzte Stück Autobahn ist schon klasse. So eine Autobahn hätte ich auch gern bei uns. Die war geil, ne? Die war sehr gut, ja. Die war richtig gut. Und ansonsten, alles prima geklappt. Sind gut durchgekommen. Haben ein paar Pausen gemacht. Und ja. Mieters funktioniert auch mittlerweile. Mieters funktioniert auch. Obwohl er ein bisschen schwammig ist alles. Aber es geht schon. Jetzt würde ich gern was trinken. Und dann gehen wir nachher aufs Schiff. Was futtern, oder? Und was futtern. Ja, aber jetzt nicht, hier nicht, oder? Machen wir am Schiff, oder? Oh, was? Da gibt es doch Knäckebrot und so, habe ich gehört. Quatsch. Ja klar, gibt es das. Das ist wir. Das Restaurant ist ausgestattet von der Deutschen Bahn. Ja. Da gibt es mal alte Brezeln. Da gibt es Essgeschirr. Essgeschirr. Ja, war ganz simpel, ganz easy. Das Einchecken, haben wir mal kurz fragen, habt ihr ja gesehen, ich habe es ja gefilmt. Mopeds funktionieren, alles heile. Reifen geht gut. Diesmal auch in der richtigen Größe, 140, nicht 130. Reifen können wir schon wieder wechseln. Ach Quatsch. Sieht doch richtig gut aus für das Autobahngeheizer. Ja, und Drehsein ist auch richtig nett geworden. Was ist die geworden? Nett geworden. Aber man muss sich dann gewöhnen, wenn das orange ist, bin ich nicht gewohnt im Rückspiegel. Immer schön festziehen, weißt du, das ist... Wieso klebt denn das hier? Hat der das dran geklebt? Ja klar, das war die Mittung. Ja, damit, da ziehe ich wahrscheinlich den ganzen Lack wieder mit ab, wenn ich das abmache. Ah, GFK kann der lackieren. Da hat er schon alles richtig gemacht. Gut, gehen wir was essen, trinken. Don't speak English, you go to them. Which one you need? The small one? One person. One person. Okay. Okay. Ei, ei, ei. 30 Grad haben wir hier. Also so ungefähr. Sogar ein Fenster. 6134. Oh,
die Kabine, Einzelkabine ist top. Kann wohl auch zu zweit belegt werden. Dusche, alles okay. Also für die paar Stunden absolut ausreichend. Ja, angenehm überrascht, hätte auch schlimmer kommen können. Jetzt muss ich mal duschen.